Einen schönen guten Abend. Ich begrüße Sie aus der Evangelischen Akademie Frankfurt zur bereits sechsten Folge unserer Veranstaltungsreihe Die gesetzliche Neuregelung der Suizidhilfe. Auch heute Abend werden Abgeordnete des Deutschen Bundestags ihren eigenen Gesetzentwurf in dieser Runde vorstellen. Mein Name ist Kurt Schmidt. Ich leite das Zentrum für Ethik in der Medizin am Agaplesion-Markus-Krankenhaus in Frankfurt und bin zudem nebenamtlicher Studienleiter hier an der Evangelischen Akademie Frankfurt und für den Bereich Medizin und Ethik zuständig. Gemeinsam mit meinem Kollegen Professor Bernhard Kretschmer von der Professur für Strafrecht, Strafprozessrecht, Medizinrecht, Universität Gießen habe ich die große Freude, diese Reihe durchzuführen und den heutigen Abend zu moderieren. Bernhard, das kurze Wort an dich für deine Vorstellung. Bitte. Ja, ganz herzlichen Dank. Also meine Person hast du gerade schon vorgestellt. Ich freue mich, dass wir Sie heute begrüßen dürfen und die wir diese Reihe aus dem letzten Jahr fortsetzen können. Und ja, ich freue mich auf einen schönen Abend bei noch schönem abendlichen Wetter. Also schön, dass Sie zu uns gefunden haben. Und vielleicht noch für meine Rolle. Ich versuche gewissermaßen, Ihr Anwalt zu sein, indem ich dann die Fragen oder die Anregungen oder Äußerungen aus dem Chat bündele und sie dann immer wieder einbringe, um dann unsere Referentin und unsere Referenten dann auch ihre Fragen weitergeben zu können. Nun, was ist das Ziel dieser ganzen Veranstaltungsreihe? Viele sind ja schon seit langem in dieser Reihe dabei. Nur ganz kurz, Sie alle wissen, dass aufgrund des Urteils vom Bundesverfassungsgericht vom 26. Februar 2020 schon in der letzten Legislaturperiode verschiedene Gesetzentwürfe und Diskussionsbeiträge zur Neuregelung des § 217 Strafgesetzbuch eingebracht wurden. In der aktuellen Legislaturperiode wurde jetzt Ende Januar 2022 ein neuer Gesetzentwurf vorgelegt und in einer Bundespressekonferenz vorgestellt. Drei Bundestagsabgeordnete sind heute Abend mit dabei und darüber freuen wir uns sehr. Das Anliegen dieser Reihe ist nun, die zentralen Punkte des jeweiligen Gesetzentwurfs besser verstehen zu können, auch vielleicht etwas über die Hintergründe, die Zielsetzungen zu erfahren. Denn es ist ja auch ein interfraktioneller Gesetzentwurf und das ist dann auch sehr spannend, das für uns nachvollziehbar machen zu können. Unser Ansatz, unser sozusagen hermeneutischer Ansatz ist, dass wir immer davon ausgehen, es ist gut, wenn man einen Text, einen Gesetzestext verstehen will, dass man diesen Text erst einmal stark macht, also einzelne Aspekte so herauszunehmen, als hätte man sie selbst geschrieben. Und guckt, was steht dahinter, was wollen diejenigen damit bewirken. Somit kriegt man auch sehr stark eine Idee davon, dass es vielleicht auch überzeugende Argumente für ein Selbst gibt. Im zweiten Schritt bleibt dann noch genug Zeit für offene Fragen. Und so freuen wir uns sehr, den heutigen Abend mit den drei Bundestagsabgeordneten besprechen zu dürfen. Da darf ich Sie jetzt auf unsere virtuelle Bühne bitten. Frau Dr. Kappert-Gonter, Herr Professor Castellucci, Herr Pilsinger, freue mich sehr, dass Sie da sind und darf Sie schon in der ersten Runde kurz vorstellen, damit wir als Teilnehmerinnen und Teilnehmer so eine erste Idee zumindest bekommen, wer sich hinter den jeweils Bundestagsabgeordneten verbirgt. Ich darf mit Frau Dr. Kappert-Gonter beginnen. Sie hat Humanmedizin studiert und ist Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie. Und im Rahmen ihrer ärztlichen Tätigkeit hat sie, wie ich gelesen habe, auch eine psychiatrische Ambulanz in Bremen aufgebaut. Und wenn wir nachher über den Gesetzentwurf ja sprechen, dann wird das bestimmt auch ihr Hintergrund als Fachärztin für Psychiatrie eine besondere Rolle spielen. Sie sind seit 20 Jahren Mitglied bei Bündnis 90 Die Grünen. Sie waren 6 Jahre lang Mitglied der Bremer Bürgerschaft und nun seit etwa 5 Jahren Abgeordnete des Deutschen Bundestages. Und Sie sind dort auch stellvertretende Vorsitzende des Gesundheitsausschusses. Also genau die Themenbereiche, für die heute auch unser Thema hier eine Rolle spielt. Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind. Auch Herr Pilsinger hat Humanmedizin studiert. Das hatten wir in der Runde jetzt auch noch nicht, dass von den Bundestagsabgeordneten 2 Ärztinnen und Ärzte dabei sind. Sie sind Facharzt für innere Medizin und auch nebenberuflich weiterhin als Hausarzt tätig. Vor 20 Jahren sind Sie in die Junge Union
eingetreten und auch seit 5 Jahren etwa Abgeordnete im Deutschen Bundestag für die CDU-CSU-Fraktion. Und wenn ich richtig informiert bin, sind Sie auch Mitglied im Gesundheitsausschuss, Herr Bilsinger. Freue mich, dass Sie da sind, Herr Bilsinger. Herrn Professor Castellucci haben einige hier aus der Teilnehmerrunde schon im letzten Jahr erlebt. Da hatten wir die Freude, mit Herrn Castellucci auch schon über erste Ideen zu einem Gesetzentwurf zu sprechen. Herr Professor Castellucci hat politische Wissenschaft studiert, mittlere und neuere Geschichte sowie öffentliches Recht. Und seit knapp 10 Jahren ist er Professor an der Hochschule der Wirtschaft für Management in Mannheim. Sie sind seit 30 Jahren Mitglied in der SPD und seit 8 Jahren Abgeordneter des Deutschen Bundestages. Sie haben verschiedene Funktionen. Ich greife nur 2 heraus. Sie sind stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für Internes und Heimat und auch Beauftragter der SPD-Bundestagsfraktion für die Kirchen- und Religionsgemeinschaften. Also von daher auch für Sie herzliche Begrüßung an Professor Castellucci, an die anderen 3. Ich denke, wir haben da eine wirklich sehr spannende und kompetente Runde, um über diesen interessanten neuen Gesetzentwurf zu sprechen, weil wir haben nicht nur einen Gesetzentwurf, den wir hören werden, sondern es gibt begleitend auch einen Antrag zur Stärkung der Suizidprävention. Und dass beides zusammen eingebracht wird, das wird auch interessant sein für uns zu hören. Für die Teilnehmerinnen nochmal der Hinweis: Auf der Webseite, unter anderem hier auch von der Evangelischen Akademie, sind ja sowohl der Gesetzentwurf wie dieser Antrag als Download zur Verfügung gestellt. Also wer das noch nicht getan hat, kann sich das auch sonst noch als Download herunterladen. So viel in der Vorrede. Jetzt sind wir alle gespannt und Sie haben sich untereinander auch abgestimmt über die Reihenfolge in Anführungszeichen. Und Herr Professor Castellucci wird beginnen und ich darf Ihnen das Wort geben. Herr Professor Castellucci. Ja, vielen Dank, lieber Herr Schmidt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Zuschauer, auch liebe Kolleginnen und Kollegen. Letztes Mal war ja die Frau Vogler noch dabei. Wir haben das alles in großer Kollegialität zusammen auf den Weg gebracht, mit allen demokratischen Fraktionen zusammengearbeitet, also mit Mitgliedern aus allen demokratischen Fraktionen. Das, glaube ich, ist schon etwas, was etwas Besonderes ist, überhaupt in der Zusammenarbeit im Deutschen Bundestag, aber was hoffentlich auch uns hilft, hier jetzt etwas vorgelegt zu haben, was auch eine Befriedung des Themas, einen gesellschaftlichen Konsens mit herbeiführen kann, wenn es uns gelingt, da auch eine Mehrheit im Deutschen Bundestag dahinter zu versammeln. Und da stehen wir ja mit der Einbringung, die wir jetzt auf den Weg gebracht haben, erst am Anfang und warten auch noch auf den einen oder die andere Eingabe aus dem Kollegenkreis, bis das dann gemeinsam verhandelt werden kann. Ja, weil wir, Sie haben jetzt mal angesprochen, dass ich Beauftragter für Kirchen- und Religionsgemeinschaften bin. Das wird man meistens, wenn man irgendwie so in dem Themengebiet auch ein bisschen sich tummelt oder getummelt hat biografisch. Das ist bei mir auch so. Also wenn ich jetzt von meinem, also einfach mal emotional sagen sollte, was ich denke zu dem Thema, dann würde ich sagen, wir entscheiden nicht, wann und wie und wo wir auf die Welt kommen. Und wir sollten das auch nicht am Lebensende entscheiden. Aber solche Sätze, die schlug ich im gleichen Atemzug als Abgeordneter wieder runter und weiß, dass wir es mit einer Gesellschaft zu tun haben, die sehr plural und immer pluraler aufgestellt ist und dass wir da unsere Haltungen und unsere Werteorientierung natürlich haben und mitbringen und uns selbst davon orientieren lassen, dass wir aber in diesen ethischen Fragen aufgerufen sind, eben etwas zu regeln, was dann auch für Menschen verträglich ist und akzeptabel ist, die andere Wertorientierungen mitbringen. Und das ist uns hoffentlich auch gelungen, unter anderem auch da durch die Hilfe von Kolleginnen und Kollegen, die mit Kirchen- und Religionsgemeinschaften nichts bis wenig am Hut haben. Und auch das zeigt, glaube ich, dass wir so sehr intensiv daran gearbeitet haben, eben eine akzeptable, eine breit akzeptierte Lösung hinzubekommen. Ja, wenn man diese Wertfragen mal beiseite stellt und nüchtern sich einfach an das Thema heranmacht, dann
gibt es erstmal ganz viele Fakten, die man kennenlernen muss oder schon weiß zum Thema Suizid und so weiter. Das machen dann die Kollegin und der Kollege weiter. Die Rechtslage ist erstmal die, dass man in Deutschland schon heute Kraft Verfassung und Gesetzen sich selbst das Leben nehmen darf, auch wenn man dann in jedem Einzelfall traurig sein kann, aber das Recht steht jedem Menschen zu und auch dafür Hilfe in Anspruch zu nehmen. Allerdings kann dieses Recht nicht gegen jemanden, gegen seinen Willen durchgesetzt werden. Also es kann also auch niemand dazu verpflichtet werden, bei einem Suizid zu helfen, wenn diese Person es wiederum mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren kann. So ist es erstmal. Und warum haben wir dann jetzt einen Regelungsbedarf gesehen? Weil wir mit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, das ja mittlerweile jetzt auch 2 Jahre zurückliegt, sehen, dass wir einen unregulierten Zustand haben. Also weder ist klar geregelt, wie man einen assistierten Suizid erreichen kann. Das war auch eigentlich der Kipppunkt für die alte Regel vor Gesetz, würde ich vor dem Bundesverfassungsgericht würde ich sagen, dass das Verfassungsgericht gesagt hat, damit habt ihr eigentlich die Schranken zu hoch gelegt und damit ist ein assistierter Suizid für die Menschen unerreichbar geworden. Solle das nicht sein. Gut, jetzt haben wir eine ungeregelte Situation, in der weder der Zugang geregelt ist, noch die Abgabe von todbringenden Mitteln klar geregelt ist, aber vor allem, und das treibt uns um, kein Schutzkonzept vorhanden ist für Menschen, die vielleicht in einer Lebenssituation sind, in der sie empfänglich sind für Einreden, auch für Stimmungen, auch für ihr Umfeld, sich vielleicht überflüssig fühlen könnten oder einfach in einer sehr, sehr existenziellen eigenen Problemlage sind, in der sie für sich keine andere Alternative sehen. Und da kommen wir an die Grenzen der Autonomie der Selbstbestimmung, die wir natürlich sonst hochhalten, weil sie der Kern unserer Verfassung ist. Aber wir sehen eben auch, dass genau diese Selbstbestimmung angegriffen werden kann von innen und von außen. Und wir haben uns das zur Aufgabe gemacht, genau hier anzusetzen mit einem Schutzkonzept. Und damit das Ganze auch klar ist, dass wir es ernst meinen und dass es geht um Leben und Tod und das ist nicht irgendein Regelungsgegenstand, haben wir die Grundentscheidung von 2015 beibehalten und gesagt, wir wollen im Strafrecht sicherstellen, dass genau dieses Schutzkonzept, das wir entwickelt haben, eingehalten wird. Und wir kriminalisieren jetzt hier nicht jemand, der suizidwillig ist, sondern wir kriminalisieren Leute, die dieses Schutzkonzept dann nicht einhalten, wenn sie bei einem Suizid helfen würden. Das ist die Grundanlage. Wenn man das nicht will, wenn man sagt, diese Regel hat im Strafrecht nichts verloren, das schallt uns ja insbesondere aus dem Kollegenkreis entgegen, dann würde man umgekehrt eine staatliche Infrastruktur aufbauen müssen, die Beratung macht. Die müssten zertifiziert sein als staatliche Beratungsstellen. Und auch die Vereine oder Organisationen, die bei einem Suizid helfen, assistieren, müssten praktisch eine Genehmigung staatlicherseits bekommen und möglicherweise auf 2 Jahre genehmigt werden. Und dann müssten solche Genehmigungsprozesse in Abständen wiederholt werden, weil sie sonst ja wertlos würden. Also ist eine Frage, in welcher Art und Weise der Staat hier in die Verantwortung geht. Und ich möchte keine solche Beratungsinfrastruktur, die am Ende, oder das wollen wir im Kollegenkreis alle nicht, die am Ende dafür sorgen könnte, dass man leichter einen assistierten Suizid im Land erreicht, als vielleicht einen Tagespflegeplatz zu erreichen, wenn man ihn dringend braucht oder wenn man selber vielleicht als pflegender Angehöriger in die Knie zu gehen droht, weil ein Mann völlig überfordert ist von einer Situation, die vielleicht plötzlich oder eben auch schon sehr lange eingetreten ist. Also deshalb die Lösung über das Strafrecht und aufgrund der verletzlichen Gruppen, der Alten, der Kranken, der Menschen, die vielleicht unter einer Depression leiden, aber auch anderer Gruppen, die wir hier eng in den Blick nehmen müssen, haben wir ein Schutzkonzept entwickelt, das auf 2 Beratungsschritte, die in einem bestimmten Abstand aufeinander folgen müssen, im Kern fußt und in dem zwischen diesen Begutachtungen und Beratungen, die durch Fachpersonal
durchgeführt werden müssen, ist eben ein Beratungsangebot zur Verfügung zu stellen, das auf den individuellen Fall auch angepasst ist und deswegen auch nicht genauer bezeichnet werden kann in unserem Gesetzentwurf, weil jemand, der aus einer akuten Verschuldungssituation Suizidgedanken hegt, natürlich anders zu unterstützen ist als jemand, der möglicherweise an einer tödlichen Erkrankung leidet und auf sehr, sehr schnell auch auf das Ende seines Lebens blickt und das aber nicht unter den Qualen oder unter den Bedingungen so erleben möchte, wie es ihm zu drohen scheint und der deswegen an dieser Stelle Unterstützung und Beratung bedarf. Das ist in unserem Gesetzentwurf also angelegt. Einmal eine Regelung im Strafrecht, die den assistierten Suizid unter den Bedingungen, dass ein Schutzkonzept eingehalten ist, ermöglicht. Aber wenn das Schutzkonzept verletzt wird, unter Strafe stellt. Es ist ein Schutzkonzept definiert, das auf Begutachtung und auf Beratung sich stützt. Und es ist eine Regelung vorgesehen, die dann abweichend zu unserer bisherigen Rechtslage klarlegt, dass ein Arzneimittel nicht nur zur Heilung, sondern auch für einen assistierten Suizid abgegeben werden kann, wiederum wenn Schutzkonzept, wie beschrieben, durchgeführt und eingehalten worden ist. Und damit müssten wir erreichen können, dass der assistierte Suizid in unserem Land ermöglicht wird, aber dass wir ihn nicht über Gebühr fördern. Denn das wollen wir nicht, weil wir die Gefahr sehen, wenn wir aus einer Situation kommen wie heute, dass ein Suizid doch eher der Grenz- und Ausnahmefall in unserem Land ist, in einer Situation, wo er zu einer Normalität würde, dann könnte eben vor allem der äußere Druck auf Menschen steigen, die dann überlegen oder das auch so von ihrem Umfeld signalisiert bekommen, ob ihr Leben noch wert ist oder ob sie nur noch Kostenfaktoren sind, ob sich das alles noch lohnt. Und das sind Gedanken, da schüttelt es mich und da schüttelt es auch die Kolleginnen und Kollegen. Das so stellen wir uns auch altern oder alt werden in unserem Land nicht vor. Es soll sich niemand überflüssig fühlen, sondern wir wollen jedes Leben mit dem gleichen Wert auch wertschätzen. Und wenn dann zusätzliche Hilfe, Beratung, Unterstützung nötig ist, dann soll die auch gegeben werden. Dafür wiederum ist ein zweiter Antrag formuliert worden zur Suizidprävention, den wir im weiteren Verlauf der Diskussion sicherlich auch noch ausführen können. Da ist ja nicht zuletzt auch aufgrund der Arbeiten, wo meine Kolleginnen Kirsten Kabat-Gonter und auch Stefan Filsinger ja auch schon aktiv waren, auch mit ihrem beruflichen Hintergrund in den letzten Jahren auch viel schon nach vorne bewegt worden. Das wollen wir auch gar nicht in Frage stellen. Aber klar ist, wenn wir schauen, ob wirklich in der Fläche des Landes gute Zugänge, beispielsweise zu Hospizen, zu palliativer Versorgung und so weiter, dann vorhanden sind, dann merkt man schon, dass es sich auf jeden Fall lohnt, angesichts dieser Debatte, die wir jetzt führen, auch auf diese Präventionsarbeit nochmal zu schauen und sie zu unterstützen. Also dieses Zeitfenster wollen wir genau dafür nutzen. Und dafür ist ein zweiter Antrag formuliert zur Suizidprävention, von dem ich auf jeden Fall hoffe, dass er eine Mehrheit im Deutschen Bundestag erreichen kann. Ja, so viel vielleicht von mir zur Einführung. Und jetzt kommt die geballte medizinische Kompetenz unserer Gruppe. Vielen Dank. Genau, vielen Dank, Herr Castellucci, für diesen ersten Überblick, auch dass Sie begonnen haben, auch nochmal von Ihrer persönlichen Motivation, dem persönlichen Hintergrund etwas zu erzählen, weil das ist ja für uns als Teilnehmerinnen auch immer nochmal wichtig, ein Stück weit zu hören, was ist da die jeweilige Motivation. Und dass Sie uns grob die Struktur schon mal erläutert haben. Wir hatten im Vorfeld kurz besprochen, ob das jetzt eine gute Gelegenheit ist, einfach diese eine Folie nur mal zu präsentieren, damit die, die sich noch nicht so intensiv mit dem Gesetzentwurf beschäftigt haben, nur eine Idee davon bekommen, wie diese Struktur aussehen kann. Da kann ja vielleicht Professor Castellucci das noch mal kommentieren. Ich werde das gerade hier als Folie einbringen. Und wie gesagt, das ist erstmal nur dafür gedacht, dass Sie ganz grob eine Idee davon bekommen, was mit dem Gesetzentwurf an Prozedere gedacht ist. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen das noch kurz kommentieren will. Wir haben diese vier Schritte. Professor Castellucci hat es schon kurz angesprochen. Möchte jemand von Ihnen
kurz was Erläuterndes dazu sagen, Herr Castellucci? Also ich würde auf jeden Fall weitergeben, weil ich glaube, ich habe jetzt erstmal meine Redezeit verwendet und die Kolleginnen und Kollegen können das, glaube ich, auch gut nutzen oder die Überleitung dann zu ihrem Teil machen. Obwohl, machst du nochmal, du bist ja juristisch sehr überwandt, dann, das hast du eh schon angeschnitten, dann gehe ich nämlich gleich in den medizinischen Teil über. Gut, also wenn es gewünscht ist, natürlich. Also wir haben jetzt hier erstmal vielen Dank auch für die Arbeit, die sich jemand gemacht hat und nicht wir. Aber es ist deutlich lesbarer als unser Gesetzentwurf und das, dafür war es, glaube ich, auch da. Hier ist im Grunde das Schutzkonzept dargestellt. Da sieht man, dass zunächst unter erstens eine Untersuchung durch eine Psychiaterin oder einen Psychiater erfolgen soll. Und da geht es im Kern darum, die Freiverantwortlichkeit, also die Autonomie festzustellen, was, glaube ich, im Einzelfall gar nicht so leicht ist und wo ich immer noch ja, meine Achtung und auch meinen Respekt davor habe, dass auf so einer, mit so einer hohen Qualität eben auch gelingen kann. Aber wir sind da mit Fachkolleginnen und Fachkollegen sehr eng im Austausch gewesen und das steht am Anfang. Also wenn das Verfassungsgericht uns sagt, ihr müsst Autonomie schützen, dann muss man eben Autonomie in irgendeiner Weise zumindest mal von ihrem Fehlen her, also das, den negativen Teil feststellen können. Also dass die Beeinträchtigung ist wahrscheinlich das, was leichter dann auch festzustellen ist als die Freiverantwortlichkeit selbst, also dass eben keine akute psychische Erkrankung vorliegt oder wenn das Gespräch eine Weile dauert, nicht deutlich wird, dass Fragen von Einsamkeit, Fragen von Angst vor Schmerzen, Fragen von sozialer Einbindung, Überschuldung oder was nicht immer dann doch eigentlich eine Rolle spielen und man damit die Tür ein bisschen aufmachen kann zu Punkt 2, nämlich dem Beratungskonzept, was dann daraufhin folgen soll, angepasst an den ersten Schritt. Und jetzt gehen wir schon ins Medizinische dann rein. Warum gibt es denn bei drittens nochmal eine zweite Untersuchung durch einen Psychiater? Das liegt daran, dass wir, also vielleicht kann man es sogar sehr persönlich, also jetzt nicht in meinem Fall, darum geht es nicht, aber doch sehr lebensnah sagen, dass ich glaube, in unserem Umfeld, dass man auch einen Menschen trifft, der auch mal einen Suizidgedanken hat, das ist so selten nicht und es ist vielmehr so, dass es vielleicht eine sehr tabuisierte Zone ist, die auch nicht ständig so besprochen wird. Und es sind Dinge, die schwanken und es sind vielleicht akute Notsituationen und je nachdem, wie darauf reagiert wird, auch vom Umfeld, wie man wieder aufgefangen werden kann, verändert sich auch was. Und deswegen ist die Dauerhaftigkeit, also wie ist denn mein Wunsch, einen Suizid durchzuführen und mir dabei helfen zu lassen, ist das auch dauerangelegt oder war das eine akute Situation, in der ich mich befunden habe? Und deswegen, um diese Dauerhaftigkeit auch zu prüfen und wiederum zu dokumentieren, gibt es eben die zweite Untersuchung, die hier unter drittens stattfindet. Falls das alles so ist, dass man zu der Einschätzung kommt, da liegt Freiverantwortlichkeit vor und da ist auch der Zugang zu jemandem, der einen Suizid assistieren würde. Dafür muss es auch Informationen geben, damit die Zugänglichkeit gewährleistet ist, aber keine Werbung. Dann würde es innerhalb einer weiteren Frist, die ja dargelegt ist, zu viertens dann tatsächlich auch zu der Umsetzung kommen. Links unten haben wir die Ausnahme bei Schwerstkranken. Also manche Menschen haben natürlich, so traurig es ist, diese 3 Monate nach allem, was Medizin ihnen sagen kann, gar nicht mehr vor sich. Und dann haben wir da eine Ausnahme direkt vorgesehen, die letztlich sich dann auf eine einzige Untersuchung reduziert. Also letal schwerst Erkrankten, bei denen der Tod absehbar ist. Ansonsten vielleicht an der Stelle auch nochmal, das Verfassungsgericht hat uns gesagt, wir dürfen gar keine Gründe aufschreiben, also ob es gute Gründe gibt und dann darf man und schlechte Gründe und dann darf man nicht oder keine Gründe, die man nicht akzeptiert. Das ist uns durch das Urteil des Verfassungsgerichtes genommen. Deswegen haben wir hier nur für Schwerstkranke nochmal einen erleichterten Zugang geschaffen, aber sonst in unserem Gesetzentwurf keine Unterscheidungen für bestimmte Personengruppen getroffen.
mit der Ausnahme, dass wir Kinder und Jugendliche komplett ausnehmen wollen. Ja, vielleicht so viel nochmal zu diesen Schritten. Und vielen Dank. Jetzt können wir übergeben. Vielen Dank. Ja. Nee, vielen Dank. Ich glaube, das ist hilfreich für uns alle, nochmal so auch die Struktur zu erkennen und dass es klar durchdacht ist mit den jeweiligen Schritten. Ich gehe hier hinaus und gebe Herrn Pilsinger das Wort. Bitte, Herr Pilsinger. Also vieles Richtige schon gesagt worden vom Kollegen Castellucci. Vielleicht zu meinem persönlichen Hintergrund. Ich persönlich war mit der Gesetzesregelung, wie der Deutsche Bundestag schon beschlossen hatte, mehr oder minder auch zufrieden und habe dann natürlich auch zur Kenntnis nehmen müssen, dass das Bundesverfassungsgericht so entschieden hat, wie es entschieden hat. Ich komme wahrscheinlich da von einem ähnlichen Standpunkt her wie Lars Castellucci. Aber trotzdem bin ich der festen Überzeugung, dass wir dafür sorgen müssen, dass wir jetzt eine Gesetzesform finden müssen, die das nicht alles völlig ungeregelt laufen lässt. Denn gerade weil ich in meiner persönlichen Praxis festgestellt habe, dass viele Menschen, und das sind viel mehr Menschen, als man denkt, unter psychischen oder seelischen Problemen leiden und das eine vielfach stigmatisierte Krankheit ist, die dann oft auch zu Suizidalität führt. Und man muss klar sagen, die Suizidalität entsteht zwar meistens im Kontext mit psychischen Erkrankungen, aber eben nicht immer. Und die Lebensumstände wie Einsamkeit, Armut, Verschuldung oder Ängste, keine angemessene Pflege zu bekommen, wenn man sich pflegebedürftig ist, können auch Ursache für eine Suizidalität sein. Und eine seelische Erkrankung bedeutet nicht automatisch, dass eine Person nicht frei verantwortlich ihren Willen bilden kann. Im Zuge der oben skizzierten Untersuchungen muss meinerseits aber auch festgestellt werden, ob die Untersuchung der Suizidalität eine seelische Erkrankung ist oder etwas anderes. Und wenn eine seelische Erkrankung vorliegt, dann muss diesem Menschen auch wirklich geholfen werden. Und es muss immer auch eine Alternative zum assistierten Suizid geben. Und deswegen ist es, glaube ich, auch sehr richtig, ähnlich wie es auch dargestellt worden ist, dass es zwei psychiatrische Untersuchungen gibt, die auch mal feststellen können, ob eine psychische Erkrankung vorliegt, die man vielleicht auch behandeln kann. Ich denke, ich finde es auch vollkommen richtig, dass wir Maßnahmen zur Suizidprävention auch nochmal ausweiten. Gerade das Thema Palliativmedizin für unheilbar Kranke halte ich für sehr entscheidend. Ich persönlich habe schon vielfältig mit solchen Menschen zu tun gehabt, die schwerst krank, terminal erkrankt waren und sehr große Sorge vor einem Tod mit Schmerzen hatten. Und diesen Schmerzen und auch diese Sorgen konnten diesen Menschen auch genommen werden. Wir kennen sie alle, die guten Suizidanrichtungen, die teilweise in Deutschland auch errichtet worden sind, beispielsweise bei mir in München, die Barmherzige Brüder, die eine hervorragende Arbeit leisten. Aber trotzdem sind diese Präventionseinrichtungen, auch diese Palliativanrichtungen, immer noch zu wenige. Auch gerade die Palliativanrichtungen, die Palliativbetreuung daheim ermöglichen, müssen noch weiter ausgebaut werden. Und deswegen sagen wir ganz klar, wir wollen den assistierten Suizid nach den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts ermöglichen, aber wir wollen ihn bewusst auch nicht fördern. Und ich finde in dieser Diskussion noch sehr spannend, dass in Ländern wie Belgien oder Holland, wo eine Straffall-Suizidassistent schon lange Usus ist, dass es je einfacher der Zugang zu Suizidmitteln ist, desto mehr Suizide gibt es. Und es ist naheliegend zu sagen, wenn man sich erhängen muss, ist die Sorge, dies zu tun, natürlich deutlich höher, als wenn man von einem Suizidassistenzverein da eine angenehmere Möglichkeit zur Verfügung gestellt bekommt. Und deswegen wollen wir nicht, dass wir mit unserer Regelung zu einem signifikanten Anstieg der Suizide beitragen, sondern wir wollen bewusst auch durch Maßnahmen der Suizidprävention dafür sorgen, Suizide zu verhindern, wenn dies auch möglich ist. Und ich glaube, unser Gesetzesentwurf entspricht am ehesten den Grundgedanken des christlichen Menschenbildes und das auch ohne den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts nicht zu entsprechen. Es macht beides möglich und ich finde das sehr charmant in dieser Diskussion. Wir wollen dafür sorgen, dass die Suizidassistenz nur unter engen Voraussetzungen strafbar bleibt. Und ich glaube, dass wir daran arbeiten müssen, dass mehr Suizide verhindert werden können.
und dass der innere und äußere Druck auf einen Suizid so gering wie möglich gehalten werden kann. Und ich glaube, mit unserem Fristenmodell oder unserem Modell der Beratungen schaffen wir einen rechtssicheren Rahmen, der assistierte Suizide auch ermöglicht, aber auch die notwendigen Instrumente bereitlegt, um Suizide zu verhindern. Und ich glaube, das ist ein guter Weg, um diese doch sehr schwierige ethische Entscheidung sinnhaft für Deutschland zu lösen. So viel kurz von meiner Seite, weil ja viele schon sehr richtig angesagt worden ist. Aber natürlich, wenn noch Fragen bestehen, dann können wir das nochmal gerne auch nochmal persönlich besprechen oder nochmal antworten auf die Fragen. Danke. Ja, vielen Dank, Herr Pilsinger. Wir sehen hier, dass im Chat auch schon reichlich das genutzt wird. Und wir werden erst noch Frau Dr. Kappert-Gonter hören. Und der Professor Kretschmer begleitet ja dann den Chat und wird dann die jeweiligen Fragen nochmal einbringen. Aber ich glaube, es war wichtig, auch von Herrn Pilsinger nochmal etwas zu dem Hintergrund zu hören und dass Sie auch nochmal deutlich gemacht haben, dass Stärkung der Suizidprävention ein ganz wichtiger Punkt ist und dass Sie eben auf jeden Fall vermeiden wollen, dass Suizidassistenz in irgendeiner Form zur Normalität werden kann. Das habe ich bei Ihnen auch deutlich rausgehört. Frau Dr. Kappert-Gonter, jetzt darf ich Sie bitten. Ja, vielen Dank, Herr Schmidt. Guten Tag in die Runde und danke an Lars und Stefan für die die Darstellung, die bisher schon erfolgt ist. Sie haben es ja gesagt, ich bin Psychiaterin und Psychotherapeutin, habe 25 Jahre lang psychiatrisch und psychotherapeutisch gearbeitet und beschäftige mich seit etwa 2,5 Jahrzehnten mit den Fragen von Suizidalität und auch Suizidassistenz und was das in einer Gesellschaft bedeutet, wie auch über Suizidalität und mögliche Zugänge zu assistiertem Suizid gesprochen wird. Und aktuell leite ich den Gesundheitsausschuss als stellvertretende Vorsitzende, analog im Übrigen zu Lars Castellucci, der ja auch den Ausschuss für Inneres leitet als stellvertretender Vorsitz, weil jeweils die Vorsitzende nicht besetzt sind. Und jetzt ja die Frage, was ist Suizidalität, wie häufig ist das und was kann man überhaupt tun zur Suizidprävention und warum ist das so relevant? Es ist ja kurz schon angesprochen worden, dass Suizidalität das Gefühl von, ich habe einen Impuls, den wir suizidalen Impuls nennen, also einen Impuls, den man so im Volksmund Lebensmüdigkeit nennt, das ist etwas ganz Häufiges. Ich gehe mal davon aus, dass hier kaum eine Person ist, die jetzt auch zuhört und mitdenkt, die nicht schon mal irgendwann in ihrem Leben solche Gedanken empfunden hat. Zumindest in der Pubertät ist es etwas, was fast jede Person mal erlebt hat. Und wir wissen, dass solche Impulse eben in aller Regel sehr flüchtig sind, wir nennen das volatil sind und kommen und gehen und sich immer entwickeln im Kontext der Lebensumstände. Sehr davon abhängig sind, wie wir mit Menschen im Kontakt sind, wie wir in Beziehung stehen zu anderen Menschen, wie wir auch in Beziehung stehen zu uns selber, was Fragen des Selbstwerts anbelangt, des Selbstzweifels, aber auch in Beziehung stehen zu sowas wie größeren Ideen, Visionen, Ziele, religiöse Vorstellungen. Also in diesem Dreieck von Beziehung zu mir selbst, Beziehung zu anderen Personen und Beziehung zu einem größeren Kontext entstehen solche Gedanken und gehen auch in der Regel wieder weg. Was wir feststellen können, ist, dass der suizidale Impuls in der Regel nicht der Wunsch nach dem Tod ist. Das ist ja auch in sich schlüssig, weil wir ja alle gar nicht wissen, was das überhaupt bedeutet, tot zu sein. Wir haben natürlich unterschiedliche Vorstellungen. Aber was dieser Wunsch und dieser Impuls ist, ist der Wunsch nach einer Pause von einer als in dem Moment unerträglich empfundenen Lebenssituation. Und dieses Wissen ist natürlich notwendig, wenn wir jetzt über die Zugänge zum assistierten Suizid sprechen und wie wir auch Suizidprävention betreiben. Erstmal muss man anerkennen, dass auch vollendete Suizide eine sehr häufige Todesursache
in Deutschland sind. Wir haben etwa 9000 Personen jährlich, die sich das Leben so nehmen, also das Leben nehmen, dass sie dann auch sterben. Die Suizidversuche sind etwa 10-mal häufiger. Und es sterben somit etwa 3-mal mehr Menschen am Suizid in Deutschland als an Verkehrsunfällen. Es ist also eine häufige Todesursache. Und wir wissen, dass die Rate von vollendeten Suiziden steigt, je besser der Zugang zu Suizidmitteln ist. Und das hat Stefan Pilsinger eben schon kurz angesprochen. Also wir wissen beispielsweise, dass wenn Brückengeländer relativ niedrig sind, gibt es mehr Suizide, als wenn Brückengeländer hoch sind. Wir wissen, dass wenn in Hochhäusern die Etagen gut gesichert sind, sodass man da nicht rausspringen kann, gibt es weniger Suizide, als wenn das nicht der Fall ist. Das zeigt schon, dass auch die Möglichkeit zum Suizid eine Rolle dafür spielt, ob eine Person das versucht und es dann auch klappt. Und das zeigt auch, wie flüchtig Suizidimpulse sind. Weil wenn eine Person an einer gut gesicherten Brücke vorbeikommt, ist es nicht die Regel, dass sie, wenn sie dann an der 3 Tage später wieder an der Brücke vorbeikommt, die nicht gut gesichert ist, dass sie dann darunter springt, weil es eben sehr volatil ist, diese Suizidimpulse. Wir wissen auch, dass der Zugang zum assistierten Suizid nicht etwa die sogenannten schweren Suizide, wie zum Beispiel sich vor den ICE werfen, was ja dann auch sehr traumatische Auswirkungen für die Lokführer innen hat, dass dieser Zugang zum assistierten Suizid diese anderen Suizide nicht nennenswert reduziert, sondern dass wir eine Aufsummierung haben von sogenannten Alltagssuiziden und den über den assistierten Suizid. Und das sehen wir in Ländern, Stefan Pilsinger hat es kurz eben schon angesprochen, wie die Niederlanden und Belgien, dass da insgesamt die Suizidrate steigt. Und darum ist es natürlich elementar, dass wir, wenn wir den Zugang zum assistierten Suizid gesetzlich regeln, dass wir dann auch gucken, was wir präventiv tun können, damit Menschen sich eben nicht suizidieren oder das innere Gefühl haben, sich suizidieren zu müssen. Und das Allerwichtigste, und das ist vielleicht so ein bisschen kontraintuitiv, ist, dass Suizidalität überhaupt entstigmatisiert wird. Dass wir also nicht etwa eine gesellschaftliche Haltung fördern, die unter vorgehaltener Hand quasi wispert und dann kann man sich auch umbringen, sondern die ganz offen damit umgeht, dass das was Häufiges ist, Suizidimpulse, dass sie in der Regel wieder weggehen. Und es ist so, dass wenn Menschen über ihre Impulse sprechen und sich das auch trauen, dass das die Chance erhöht, dass sie diese Suizidimpulse auch wieder überwinden. Das ist ja ganz wichtig, dass das im gesellschaftlichen Kontext bekannt wird. Und darum sind natürlich auch so Entstigmatisierungskampagnen nicht etwas, was irgendwie ja, egal ist, ob man das macht, sondern das ist relevant, dass man auch im gesellschaftlichen Kontext spricht. Dann ist es natürlich entscheidend, dass wir überhaupt den Zugang zu Suizidmitteln über Waffengesetze beispielsweise, bauliche Veränderungen entsprechend reduzieren. Und wir müssen für Menschen, die Suizidimpulse haben, einen umfassenden Zugang zu auch akuter Krisenintervention schaffen. Und das schlagen wir vor, mit einer Suizidpräventions-Hotline zu machen, die 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche erreichbar ist. Und zwar ganz gezielt, wo dann Fachmenschen am Telefon sind, die sich ganz speziell mit Suizidalität beschäftigen. Es gibt dann weitere Forderungen von uns, wie zum Beispiel das nationale Suizidpräventionsnetzwerk auch wirklich zu verstetigen. Die müssen ständig neue Anträge stellen, insgesamt den Zugang zur Psychotherapie zu verbessern. Und last but not least, das ist für uns ein ganz wichtiger Gedanke, zu verstehen,
dass zwar die allermeisten Menschen, die Suizidimpulse entwickeln und die auch sozusagen versuchen, in die Tat umzusetzen, in einer psychischen Krise sich befinden, dass aber auch andere Lebenssituationen die Suizidalität fördern können. Und das sind Einsamkeit, das ist die Angst vor mangelnder Pflege in einer Situation, wo ich pflegebedürftig bin, das ist die Angst davor, dement zu werden. Wir wissen, dass viele Menschen in der Antizipation von der demenziellen Entwicklung sagen, und wenn es dann soweit ist, dann möchte ich nicht mehr leben. Wenn sie dann in einer entsprechenden Situation sind, gibt es doch sehr viele Menschen, die einfach im Moment so viel Lebensqualität noch empfinden, dass das dann wieder nachlässt. Und es ist vor allem auch Armut. Wir wissen, dass in den Ländern, wo der Zugang zum assistierten Suizid relativ einfach ist, dass da auch soziale Pressionen, Drucksituationen wie Armut oder auch die Überlegung, ich habe mein Leben lang gespart und ein Häuschen abbezahlt, ich möchte das meinen Kindern vererben, ich möchte nicht, dass das für die Pflege drauf geht, oder auch die Angst, anderen zur Last zu fallen. Das ist insbesondere bei Frauen ein relativ häufiger Grund, Suizid und assistierten Suizid zu erwägen. Das sind Drucksituationen, die dann jenseits von psychischen Krisen, die man als psychische Krankheiten bezeichnen würde, entstehen können. Und auch hier muss man natürlich die gesellschaftliche Ordnung so gestalten, dass die Drucksituationen da nachlassen. Also, das ist der Grund, warum wir unseren Gesetzentwurf zum assistierten Suizid flankieren mit diesem Antrag zur Suizidprävention. Danke fürs Zuhören. Ja, vielen Dank, Frau Gabert-Gronter, dass Sie auch diesen zweiten Aspekt nochmal so deutlich vorgestellt haben, dass man eigentlich, wenn man über dieses Thema spricht, nur mit diesen beiden Säulen arbeiten kann. Auf der einen Seite natürlich die vom Verfassungsgericht geforderte Freiverantwortlichkeit auch dann zu ermöglichen, aber auf der anderen Seite doch diese Schutzfunktion auch im Hinblick auf Suizidprävention ganz stark auszubreiten. Und bevor wir in den Chat gehen, weil ich sehe, da sind viele Aspekte und Anfragen, vielleicht nochmal drei Aspekte, die Sie zum Teil angesprochen haben. Ich will sie aber nochmal hervorholen. Ich glaube, Herr Castellucci, Sie haben auch nochmal betont, dass es nicht darum geht, also es geht erst in dem Gesetzentwurf zur Suizidassistenz, erst ab 18 Jahre. Also dass Minderjährige sind ausgeschlossen, weil, wie wir im letzten Jahr gesehen haben, gab es schon den ein oder anderen Gesetzentwurf, der zumindest so eine Ausnahmeregelung mal in Klammern gesetzt hat und gesagt, na gut, man muss vielleicht auch nochmal über Ausnahmen nachdenken. Aber in Ihrem Gesetzentwurf habe ich gelesen, dass es eigentlich ganz klar beschrieben ab 18, weil Sie eben auch dann ausgeführt haben, in welches Dilemma man dann kommt. Dann muss man eigentlich noch mit Familiengericht und allen anderen Dingen arbeiten und dass Sie da sagen, nee, also wenn wir überhaupt über Suizidassistenz sprechen, dann wirklich erst ab 18 Jahre. Und ich sehe Ihrem Kopfnicken, dass ich das so richtig wiedergegeben habe. Und ein Aspekt, der noch nicht zur Sprache kam, ich habe in dem Gesetzentwurf gelesen, dass zumindest beispielsweise für ein Krankenhaus, nehmen wir mal ein konfessionelles Krankenhaus, auch die Möglichkeit bestehen würde, über den Arbeitsvertrag so zu regeln, dass der Arzt, die Ärztin, die im Krankenhaus dort tätig ist, dass man das so regelt, dass der assistierte Suizid quasi über den Arbeitsvertrag als Tätigkeit in diesem Krankenhaus, aber dann nicht gewünscht bzw. verboten ist, um so direkt zu sagen. Das ist ja auch eine ganz umstrittene Frage bei dieser ganzen Debatte, wenn es auf der einen Seite heißt, ja, das soll dem Einzelnen quasi als Gewissensentscheidung überlassen bleiben, fand ich das auch nochmal einen interessanten Aspekt, darüber nachzudenken, was es beispielsweise für einen konfessionellen Träger bedeuten könnte, der eben sagt, also wie können wir das mit unserem Verständnis verbinden? Vielleicht können Sie dazu noch ein, zwei Sätze sagen. Es war eine besondere Thematik, aber es treibt ja doch viele auch gerade in konfessionellen Einrichtungen eben um. Ich weiß nicht, wer darauf kurz noch antworten möchte.
Herr Castellucci. Also wenn solche Fragen nicht mehr entschieden werden können von Trägern, dann brauchen diese Träger diese Aufgaben nicht mehr machen, weil sie ja irgendwann in Frage stellen, wer sie eigentlich sind. Ja, also deswegen ist das ein Bereich, über den wir zwar intensiv debattiert haben, aber wo wir es jetzt unausweichlich finden, dass es auch Räume geben muss. Gleichzeitig, wenn wir jetzt das sagen, das ist zum Beispiel ein Alten- oder Pflegeheim, dann müssen wir wissen, dass der Raum, in dem die Menschen wohnen, ihr privater Raum ist und der Zugang in ihren Raum, auch wer sie da, wen sie dort treffen können und wen sie dort empfangen können, das ist nun ihr Recht, das kann auch nicht beschnitten werden durch die Einrichtung, sodass da ein Spannungsfeld bleibt, ja, das wir hier aufgemacht haben. Aber dieses Spannungsfeld haben wir auch also bewusst angesprochen im Begründungsteil unseres Gesetzentwurfs. Mhm. Nein, vielen Dank, weil das ist ja wirklich ein Punkt, der viel in der Diskussion auch gerade die konfessionellen Träger eben bewegt hat. Was bedeutet das eigentlich auch für unsere Identität? Und dass Sie das eben auch angesprochen haben und sich Überlegungen dazu gemacht haben. Also von daher war ich ganz beeindruckt von der Vielfältigkeit der jeweiligen Überlegung, dass Sie da an vielen Stellen so ins Detail gegangen sind und haben gedacht, auch darüber muss man fairerweise nachdenken und muss Lösungen finden. Vielen Dank dafür. Professor Kretschmer, im Chat sind viele Aspekte aufgetaucht, vielleicht die ein oder anderen Aspekt nicht zu viel auf einmal, sondern dass wir es gut verteilen können. Bitte. Ja, gerne. Also im Chat sind viele vielschichtige Fragen angestellt worden und vielleicht können wir es ein bisschen abschichten und von Voraussetzungen. Der Begriff geschäftsmäßig, das ist ja derjenige, der auch schon in der alten Regelung drin war. Aber vielleicht können Sie das dann auch für das Publikum auch nochmal erläutern, was das heißt, weil die Frage war, geht das nur für geschäftsmäßige tätig werdende Ärzte oder welche, die es eben nicht geschäftsmäßig machen? Das scheinen begriffliche Unklarheiten noch zu sein beim Publikum. Das an der Frage. Und dann die Minderjährigen. Können wir vielleicht gerade so lassen, weil es ja schon mal eine erste wichtige Frage ist. Das hat uns ja bei dem Gesetz von 2015 schon umgetrieben, dass wir da alle nochmal nachblättern mussten. Wer jetzt nicht Jurist ist, was heißt eigentlich geschäftsmäßig und was bedeutet das genau? Wer kann dazu was sagen, dass es ja auch in Ihrem Gesetzentwurf wieder auftaucht? Frau Kappert-Konter? Also das Entscheidende ist, dass in einer Situation, wo es ein langjährig gewachsenes Vertrauensverhältnis gibt, eine Ärztin, ein Arzt entscheidet sich gemeinsam oder andersrum, die Patientin, der Patient, dann kommt zum Lebensende und in dem Zuge gibt es im Rahmen eines eben nicht auf Wiederholung angelegten, einer Situation, wo es ein gewachsenes Vertrauensverhältnis gibt, da bleibt auch mit unserem Gesetz ein gewisser Graubereich, wo die Menschen nicht diesem Schutzkonzept unterliegen würden. Ansonsten gilt dieses Schutzkonzept sowohl für Sterbehilfevereine, das ist entscheidend an diesem Gesetzentwurf, da haben wir auch sehr lange drüber nachgedacht und natürlich auch drum gerungen, wie gehen wir mit den entsprechenden einschlägigen Vereinen um, sollen die verboten werden oder dürfen die quasi existieren? Und unsere Antwort ist, die dürfen weiter existieren, müssen aber all ihre Tätigkeiten eben diesem Gesetz unterwerfen und dann dieses Schutzkonzept für die Menschen, denen sie, die sich an sie wenden, auch anwenden. Und dasselbe würde für Ärztinnen und Ärzte gelten, wo Patientinnen und Patienten sich hinwenden und sagen, hier, ich möchte nicht mehr leben, ich denke über einen assistierten Suizid nach, wie gehe ich denn jetzt vor? Und für diese Personengruppe würde dann dieses Schutzkonzept gleichermaßen gelten. Also grundsätzlich für alle Lebensbereiche, außer wenn es ein sehr gewachsenes Vertrauensverhältnis gibt. Und das ist dann eben ausdrücklich nicht geschäftsmäßig. Ja, vielen Dank. Ja, ein weiterer Aspekt, der mir wieder auftaucht, ist,
die Qualifikation einmal dann, wie sprachen Sie an, Fachärztin oder Facharzt für Psychiatrie oder Psychotherapie. Und da war die Frage auch, warum nicht psychologische Psychotherapeuten dort mit aufgenommen werden könnten. Und als ein Aspekt. Und der zweite, wie komme ich an diese Personen oder die Psychiaterinnen, Psychiater heran, weil die Wartezeiten sind ja oft lang. Und wie kann ich das dann in der Dringlichkeit, dann, wie kann das gewissermaßen im Alltag dann abgeholt werden? Und vielleicht ergänzend dabei auch noch, wie ist die Bereitschaft? Da sind Sie ja vielleicht mit Ihrer Berufsgruppe vielleicht noch näher dran, um zu sehen, ob da noch tatsächlich die Bereitschaft da ist, solche Gutachten zu erstellen. Also die Entscheidung haben wir deshalb getroffen, weil wir gesagt haben, es geht um die ärztliche Allgemeinschau, wo auch die, es muss ja die insgesamt die gesundheitliche Situation mit berücksichtigt werden. Liegt hier auch eine zum Tode führende Erkrankung vor? Gibt es Hinweise, dass jemand dann im Zuge einer Erkrankung dann eine entsprechende auch körperliche Entwicklung macht, plus dann die spezielle fachliche Expertise von Fachärztinnen und Fachärzten für Psychiatrie, die ja eine ganz besonders hohe Expertise haben in der Frage, auf welchem Hintergrund entwickelt sich eine Suizidalität. Und da ist entscheidend das, was, ich glaube, Stefan Pilsinger war es, angesprochen hat. Es gibt auch, also erstens, nicht jeder suizidale Impuls folgt einer seelischen Erkrankung. Darüber haben wir gesprochen. Aber, und das ist eine ganz besondere Situation und die erfordert sehr viel Erfahrung auch im Umgang mit suizidalen Menschen. Es gibt auch Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen, wo die Freiverantwortlichkeit und die Dauerhaftigkeit eines Suizidwunsches trotzdem gegeben sein kann. Es ist nicht so, dass automatisch eine psychiatrische Erkrankung bedeutet, dass eine Person nicht frei verantwortlich und dauerhaft einen Suizidwunsch ausbilden kann. Und das sind wirklich Situationen, die einfach eine hohe Erfahrung und Expertise da erfordern. Und das in Kombination mit der ärztlichen Allgemeinschau der übrigen auch körperlichen Situationen einer Person, da haben wir uns entschieden, dass das eine ärztliche Aufgabe sein soll. Und die Frage der Zugänge, das ist, haben wir diskutiert mit der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik, der DGPPN, dem großen Dachverband, die im Übrigen den Gesetzentwurf sehr vernünftig und ausgewogen finden, die gesagt haben, wenn das Gesetzescharakter bekommt, unser Vorschlag, dann wären sie sehr bereit, daran mitzuhelfen, dass dann auch für die entsprechende Personengruppe auch sehr schnell entsprechende Termine zur Verfügung stehen, weil das kann man dann natürlich wirklich nicht mehr machen, eine Person dann in eine ewig lange Schleife zu schicken. Ich bin allerdings sowieso der Auffassung, dass aber nur am Rande, dass die Zugänge zu fachärztlichen Terminen, aber auch zu Terminen bei psychologischen Psychotherapeuten, beispielsweise also was dann Psychotherapie eben anbelangt, sowieso viel zu lange dauern. Und die psychologischen Psychotherapeuten, die natürlich eine hohe Expertise insgesamt auch haben, was die Behandlung von psychischen Erkrankungen anbelangt, die kommen ja im Übrigen in unserem Teil Schritt 2 auch zum Zuge. Wir haben ja der Vorschlag sagt ja, nach der ersten ärztlichen Untersuchung wird auch identifiziert, welcher Beratungs- oder auch Therapiebedarf besteht. Und wenn es dann den Bedarf nach Psychotherapie gäbe, was man nicht verorten kann, aber natürlich empfehlen kann, das wäre der Moment, wo dann natürlich die psychologischen Psychotherapeuten auch eine ganz wichtige Rolle einnehmen würden. Und das muss man ja insgesamt beachten. Wir haben keine ausreichend guten Zugänge für Menschen in seelischen Krisen, was die Behandlungsmöglichkeiten anbelangt. Auch da sind die Wartezeiten einfach viel zu lang. Und es ist natürlich notwendig, dass wir auch hier viel bessere Strukturen schaffen, weil es darf ja nicht passieren, das, was Lars Castellucci ganz eingangs sagte, dass der Zugang zum assistierten Suizid womöglich leichter ist als der
eine geeignete Regelpsychotherapie bei einem psychologischen Psychotherapeuten zu bekommen. Ja, vielen Dank für die Ausführung, auch dass Sie ein Stück weit zu den Hintergrund und die Gespräche geschildert haben. Das haben wir in den letzten Veranstaltungen, auch Gespräch mit Ihren Abgeordneten, Kolleginnen, auch immer wieder erfahren, dass wir so eine Ahnung davon bekommen, wie intensiv die Gespräche mit einzelnen Fachgruppen, anderen Betroffenen im Hintergrund laufen. Wir sehen ja erstmal immer nur dann den Gesetzentwurf und kriegen jetzt von Ihnen auch ein Stück weit so ein Gefühl dafür, gerade wenn Sie darüber gesprochen haben, wie Sie mit den Kolleginnen aus der Psychiatrie, Fachkolleginnen, darüber auch im Austausch waren. Wir können aber auf jeden Fall festhalten, dass es nach Ihrem Gesetzentwurf im Hinblick auf assistierten Suizid, ich sage es mal vereinfacht, ohne Ärztinnen und Ärzte nicht geht. Also Sie brauchen ganz klar den ärztlichen Sachverstand, ob es der Hausarzt ist, wie bei Herrn Pilsinger, Psychiater, Psychiaterin für die Begutachtung oder Psychologin dann weiter für diesen Schritt 2. Aber das finde ich nochmal eindrücklich, dass wir hier eben auch klar sagen, also wer soll, so verstehe ich das, wer soll denn über Krankheitsbilder, Diagnosen erstellen oder Beratungen über medizinische Behandlungsalternativen geben, wenn nicht Ärztinnen und Ärzte? Und gleichzeitig aber auch die Betonung, also keiner von Ihren ärztlichen Fachkolleginnen darf jetzt dazu gezwungen werden. Also das ist ja gleichzeitig eben auch die zweite Säule. Aber das, denke ich, ist nochmal wichtig, hier festzuhalten. Herr Kretschmer. Ja, was mir so einfällt, wäre eine Überlegung, ob man das auch nach einer gewissen Zeit auch evaluieren könnte, ob dann die Bereitschaft der Kolleginnen und Kollegen, das dann eben auch dann aufzunehmen und umzusetzen, dann auch dann sich von der Praxis bewährt. Wir kennen das ja aus anderen Bereichen, ja auch die Problematiken des Zuganges. Als weiteres Aspekt, wenn wir so nach hinten gehen, ist das der Umsetzung am Ende letztendlich. Das ist ja auch unter der ärztlichen Verantwortung, was die Verschreibung betrifft. Und die Begleitung ist ja dann eine 2-Monats-Frist der Umsetzung. Und da ist eben die Frage aufgekommen, ob das, wie das dann kontrolliert werden soll, ob es dort dann schon Verfahren überlegt worden sind, wie das dann heißt mit dem Medikament des Umganges und ob dann auch nicht gegebenenfalls ein Druck auf den Suizidgeneigten ausgeübt wird, wenn die Uhr tickt und die 2 Monate herumgehen, das dann auch tatsächlich umzusetzen, wobei dann möglicherweise Zweifel, die aufgekommen sein könnten, beiseite gewischt werden, wie sich dazu verhalten. Also spricht die Regelung an, wenn praktisch derjenige das Mittel bekommen hat, ob jetzt vom Arzt beispielsweise verschrieben, und was ist, wenn er es dann eigentlich nicht einnimmt und eine gewisse Zeit abläuft, ob er es dann wieder zurückgeben muss und ob das dann nicht auch den Druck auf den Suizidwilligen erhöht. Geht das in die Richtung? Bitte, jetzt müssen Sie gerade noch das Mikrofon. Genau. Stefan, willst du das beantworten? Also es folgt ja keine Ausgabe des Suizidmittels, sondern es ist dann eben, dann, es gibt dann die Möglichkeit und dann gibt es eben die Vereinbarung eines eventuellen Termins. Aber es wird ja nicht so sein, dass eine Person ein todbringendes Mittel dann zu Hause in ihrem Kühlschrank lagert, sondern die Verabreichung, also die zur Verfügungstellung erfolgt dann ja im Kontext des durchgeführten assistierten Suizids. Das haben wir auch. Wurde ja auch noch gefragt, im Chat habe ich gesehen, wie denn das abzugrenzen sei von Tötung auf Verlangen. Und ich finde, das ist wirklich eine relevante Diskussion, die wir auch gesellschaftlich zu führen haben. Weil unsere Gruppe ist sich voll einig, dass Tötung auf Verlangen etwas ist, was nicht passieren darf, was wirklich ein Tabubruch wäre, den wir zumindest alle klar ablehnen. Und das ist auch psychodynamisch total wichtig, dass man das unterscheidet, weil beim assistierten Suizid ist es ja so, dass das Mittel zur Verfügung gestellt wird, aber der entscheidende Akt des sozusagen Auslösens
des entweder Trinkens oder die Infusion dann wirklich freischalten. Das macht ja der suizidwillige Mensch. Und das ist sehr wichtig, dass dieser Moment nicht an eine andere Person delegiert werden kann, weil man dann natürlich psychisch eine Situation haben könnte, dass eventuell Ambivalenzen, die immer eine Rolle spielen im Kontext mit Suizidalität, dann final überhüpft werden, so nach dem Motto, ach, ich habe es jetzt ja dem gesagt und der wird es quasi schon richtig entscheiden. Und darum ist es elementar wichtig, dass wir gesellschaftlich auch diesen Schritt zum Tötung auf Verlangen nicht gehen. Aber tatsächlich ist es auch eine gesellschaftliche Aufgabe, dass wir da aufmerksam und alert bleiben. Weil natürlich werden wir auch diese Debatten weiter bekommen. Ja, in der Frage, was ist denn, wenn eine Person gelähmt ist und den Becher nicht mehr selber zum Mund führen kann? Das sind ja wirklich enorm schwierige ethische Diskussionen. Und für uns alle, die wir diese Gruppe bilden, die diesen Vorschlag hier nun vorgelegt hat, ist es so, dass wir überhaupt, also dieses Moment des Ermöglichens, das ist nicht für uns das führende innere Motiv, sondern das Motiv ist eher der Prävention und des Schutzkonzeptes. Von daher ist uns das natürlich allen elementar wichtig, dass wir sehr klarstellen, dass Tötung auf Verlangen für uns alle keine Option bietet. Herr Pilsinger. Vielleicht nochmal kurz ergänzend, uns war auch sehr wichtig sicherzustellen, und das haben wir auch deswegen auch geregelt, dass das Mittel, das zur Einnahme des Suizids da ist, dass es auch nicht in unbefugte Hände kommen kann, einfach auch aus Sicherheitsgedanken heraus. Und auch nochmal unterstützen zu dem, was die Kirsten Kappert-Gonter gesagt hat. Wir wollen kein Töten auf Verlangen ermöglichen, schon allein auch aus dem ärztlichen Selbstverständnis heraus. Wir wollen das dezidiert nicht. Das Ermöglichen regeln wir jetzt mit unserem Gesetzesvorschlag. Aber gewisse Grenzen, die sollen nicht überschritten werden. Und deswegen sagen wir ganz klar, ermöglichen ja, fördern wollen wir es auf keinen Fall. Das hat ja auch das Bundesverfassungsgericht klar gesagt, dass sie auch nicht an Tötung auf Verlangen denken. Das soll nach wie vor strafbar bleiben. Aber ich finde gut und wichtig, dass sie eben sagen, ja, das sind alles gesellschaftliche Diskurse und man muss sich den Diskursen auch stellen, um klar nochmal zu sagen, wo sie die Grenzen sehen. Und das nehme ich immer wieder wahr, dass sie sagen, die Suizidprävention, das ist das wichtige Anliegen. Aber gleichzeitig muss man irgendeine Regelung finden, so hat es ja auch Herr Castellucci gesagt, um jetzt dem, was das Bundesverfassungsgericht an Ermöglichung gegeben hat, dem in gewisse Regeln einfach zu geben, an die sich dann aber auch alle halten, also auch ein Sterbehilfeverein, so wie ich sie verstanden, der muss sich genau auch an diese Regeln halten, dass es Begutachtungen, psychiatrische Begutachtungen gibt, dass es quasi Pflichtberatung von anderen eben gibt und da kann sich dann keiner halt herausziehen. Aber im Chat habe ich dazu anschließend auch eben gesehen, dass es dann eben heißt, weil kam bestimmt auch daher, dass es wir andere Gesetzentwürfe hatten, wo es darum ging, okay, derjenige kann sich dieses Mittel, ob vom Arzt, von der Apotheke, wie auch immer, er wird sich das abholen können, kann es mit nach Hause nehmen und dann muss er es innerhalb einer gewissen Zeit zu sich nehmen und wenn er es nicht zu sich nimmt, dann muss er es wieder zurückgeben. Und da taucht natürlich die verschiedensten Fragen eben auf, die Sie auch schon angesprochen haben. Wie ist das mit der sicheren Verwahrung dort? Wer ist dann eigentlich dafür verantwortlich und so weiter? Und wenn man das jetzt durchspielt bei Ihnen, dann habe ich so verstanden, dann muss es im Grunde bei dem, ich gehe mal von aus von dem Arzt, vielleicht von dem Hausarzt, dem betreuenden Arzt, dort würde man das Mittel bekommen und im Beisein des Arztes dann das Mittel einnehmen können. Dürfen, weil der Bundesgerichtshof hat ja im Juni 2019 zumindest gesagt, es gibt keine Garantenstellung mehr für den Arzt, wenn klar ist, dass es ein frei verantwortlicher Suizid. Also der Arzt müsste dann ja nicht mehr direkt handelnd eingreifen. Also von daher gibt es zumindest rechtlich diese Möglichkeit. Aber weil das eben im Chat auftauchte,
diese Frage, wäre das dann im Grunde, wenn man das jetzt einfach nur zu Ende denkt, im Grunde der Schritt, wo derjenige sich das Mittel von beispielsweise einem Hausarzt geben lassen könnte, also nur das Mittel, er selber muss es selber praktisch nehmen. Aber ist das so in Kürze Ihre Grundidee, Frau Kabat-Gonda? Im Wesentlichen ja, außer dass der Arzt, die Ärztin nicht anwesend sein muss. Also es ist auch möglich, dass es dann ärztlich verordnet wird, wenn dieses ganze Schutzkonzept durchlaufen wurde und dann für den Moment ausgehändigt wird und dann entschieden wird, dass der Arzt, die Ärztin dann nicht mehr dabei ist, sondern sich dann zurückzieht, so wie die Person das dann eben wünscht. Aber für uns, also das will ich nochmal ausdrücklich sagen, es ist ja auch das sozusagen Interessante jetzt, wie wird es dann am Ende faktisch sein, was für uns das Leitmotiv ist, das davor. Mhm. Also die Hoffnung, dass wir eben ausschließen, dass die Autonomie insofern eingeschränkt wird, dass innere oder äußere Druckfaktoren, die eben mannigfaltig sein können und erhebliche Wirkung haben, im Vorfeld, dass denen so begegnet wird durch die entsprechende Hilfeinfrastruktur, dass möglichst der finale Weg dann zum assistierten Suizid für die Person nicht mehr notwendig ist. Also das ist sozusagen der größere Anteil unseres Gesetzes, aber dann in der finalen Situation wird das Medikament ärztlich verordnet, aber der Arzt, die Ärztin muss nicht anwesend bleiben. Mhm. Ja, das ist gut, dass Sie das praktisch nochmal sagen, und ich fand es beeindruckend und habe das in keinem anderen Gesetzentwurf eigentlich so gelesen, diese Phase 2, wo nochmal über alles gesprochen werden soll und wo auch, so habe ich es bei Ihnen gelesen, Sie haben es ja auch gesagt, nochmal direkt der in Anführungszeichen Suizidwillige darauf angesprochen werden soll, ob er sich auch Gedanken darüber gemacht hat, über die Auswirkungen in seinem sozialen Umfeld beispielsweise und was das bedeutet. Und dass Sie da eben ganz dezidiert diese Punkte auch nochmal ansprechen, das finde ich, habe ich immer so verstanden, dass innerhalb dieses Gesamtkonzepts der Suizidprävention zu verorten ist. Und ich denke, das wäre ja sicherlich auch was, was Sie, Herr Pilsinger, von Ihrer hausärztlichen Tätigkeit eben wahrnehmen, wie wichtig es ist, ganz tabufrei über Todeswünsche, Suizidwünsche zu sprechen, aber gleichzeitig eben auch die ganzen sozialen Dimensionen mit anzusprechen, weil man dann ja doch in einem besonderen Arzt-Patienten-Verhältnis eben ist. Bernhard, was gibt es weiter für Fragen im Chat und Kommentare? Ein weiterer Punkt ist, was dann auch die Suizidprävention, über die wir heute schon viel gesprochen haben, auch konkret bedeutet, dass es in Richtung auf die Einrichtungen, es gibt ganz tolle Einrichtungen, aber auch welche, bei denen es vielleicht auch suboptimaler ist, so zu formulieren. Und auch in Bezug, wir haben ja mitbekommen, jetzt auch in der Corona-Pandemie, wie schwierig ist oder die Situation und wie wichtig die Pflege ist. Das ist natürlich auch für Suizidpräventionskonzepte natürlich auch ganz wichtig. Gibt es dort konkretere Überlegungen, dort das dann auch tatsächlich in Fakten umzusetzen? Das, was die Einrichtung betrifft. Das Zweite, ganz interessant dann eben auch, was ich Corona genannt hatte, dass dort ja auch, wir wissen ja auch, dass es auch gerade bei jüngeren Menschen, dass für das Mentale, für das Gemüt auch nicht gerade die besten Zeiten waren, dort das dann auch in Bezug aufzunehmen. Und interessanterweise auch, wurde im Chat genannt, dass zwar Konzepte für Jüngere bestehen, aber gerade nicht für die Älteren. Also man merkt im Prinzip, ist noch viel für alle Altersgruppen zu tun. Und den Leuten ist ja mit warmen Worten nicht gedient, sondern dass man Konzepte entwickelt. Haben Sie dort auch schon Angebote in der Überlegung, die Sie jetzt dem Publikum auch vorstellen könnten? Wir müssen uns hier ja mit den Kacheln, mit den Augen verständigen, wer von den Kollegen was sagen möchte. Wie sieht's aus? Ich hänge jetzt an der Frage davor noch mit den möglichen Betäubungsmitteln, die irgendwo einfach im Umlauf bleiben, wenn sie dann nicht genutzt werden.
Deswegen bin ich jetzt hier an der Stelle gar nicht dran geblieben. Das würde ich, weiß nicht, Kirsten, glaube ich, kann das auf jeden Fall beantworten. Ja, ich kann es gerne beantworten. Ja. Ich wollte nur euch die Möglichkeit. Wir können gerne was ergänzen dann noch, ja. Okay, also erstmal muss man ja klarstellen, also aktuell haben wir die Situation, wir haben eine ungeregelte Situation bezüglich der Suizidassistenz, so wie Lars Castellucci das ja hervorragend ausgeführt hat. Wir haben sowohl nicht klar geregelt für die Menschen, die das nutzen wollen, frei verantwortlich, wie die Zugänge wirklich sind, und wir haben nicht vor allem kein etabliertes Schutzkonzept. Das heißt, wir stellen im Moment nicht sicher, dass Menschen, die sich an Sterbehilfevereine wenden, wirklich das frei verantwortlich machen und nicht etwa aufgrund von inneren und äußeren Drucksituationen und eingeschränkter Autonomie. Ja? Das ist die Situation. Und wir können natürlich nicht mit einem Gesetz, was hier ein Schutzkonzept etabliert, sozusagen die ganze Misere, die wir haben eine soziale Schere, wir haben einen Pflegemangel, wir haben nicht ausreichend gute Zugänge zu Psychotherapie und psychiatrischer Versorgung, gerade für die schweren chronisch Kranken nicht. So, das können wir nicht alles mit diesem Gesetz lösen. Aber was wir eben tun und damit auch anstoßen wollen, in der Debatte gesellschaftliche, aber vor allem auch im Deutschen Bundestag, darauf hinzuweisen, dass der assistierte Suizid nicht gesellschaftlich ein Ausweg sein darf in einer Situation, wo wir einen wirklich dramatischen Pflegemangel haben, in dem wir noch weiter reingehen, wo wir unter Corona und jetzt auch mit dem schrecklichen Angriffskrieg von Putin eine Situation haben, wo die seelische Gesundheit der jüngeren Menschen sehr unter Druck ist, aber auch der Alten, die nämlich schon Kriegserlebnisse haben, wo es so Retraumatisierung gibt. Also wir haben eine gesellschaftliche Situation von mannigfaltigen Drucksituationen, und denen müssen wir eben politisch auch natürlich begegnen. Und das heißt natürlich auch die Pflegekrise und den Pflegemangel dem begegnen. Da gibt es im Koalitionsvertrag ja eine Menge Aussagen zu. Das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Aber da gibt es ja einen ganzen Strauß von Dingen, die man politisch jetzt endlich mal tun müsste, um dem zu begegnen. Genauso, was die Förderung der seelischen Gesundheit anbelangt. Und das dann haben wir in verschiedenen Bereichen natürlich auch politisch mit in unserem Aufgabenbereich. Aber das muss man einfach auch klar sagen, ein so ein Antrag und ein Gesetz wird das nicht alles lösen können, aber es macht deutlich, wir müssen es lösen, damit diese Drucksituationen, über die wir sprechen, eben nicht zur Regel werden für die Einzelnen. Herr Pilsinger. Ich glaube, was unser Gesetzesantrag einen guten Fortschritt macht, ist, dass auch die psychischen Erkrankungen wieder mehr erkannt werden, weil ich in der Praxis stelle fest, viele psychische Erkrankungen werden überhaupt nicht erkannt, weil sie Punkt 1 stigmatisiert sind und auf der anderen Seite, weil nie jemand genauer hinschaut. Und ich glaube, mit unseren zwei Begutachtungen durch Psychiater schaffen wir die Möglichkeit, bei einem Suizidwunsch, bei einem Wunsch für einen assistierten Suizid auch mal eine Begutachtung zu bekommen und damit auch die Möglichkeit, einer entsprechenden Hilfe zu bekommen, wenn man das möchte. Und ich glaube, dass viele Menschen für sich selber oft gar nicht feststellen, dass sie ein psychisches Problem haben oder das nicht als solches definieren. Und deswegen, wie Kirsten Kappert-Gontert hat es gesagt, wir werden nicht alle Probleme lösen können mit unserem Antrag, aber wir setzen speziell den Fokus auf psychische Erkrankungen und auch, dass psychische Erkrankungen zu Todesfällen über Suizide führen können. Und deswegen glaube ich, ist es ein guter Tag, wenn wir uns entsprechend durchsetzen können für die Behandlung und Entstigmatisierung von psychisch kranken Menschen. Also das ist nochmal ein interessanter Punkt, Herr Pilsinger, den Sie einbringen, dass dadurch nochmal mehr Hilfsangebote auch für die jeweils Betroffenen unter Umständen ermöglicht werden. Und ich habe Sie alle drei auch so verstanden. Das Bundesverfassungsgericht hat ja eben den Gesetzgeber nicht zu einem bestimmten Termin verpflichtet. Also der Gesetzgeber muss zum 31.12. jetzt eine neue gesetzliche Regelung finden, sondern er hat Ihnen das ja praktisch
nahegelegt, sagen wir es mal so. Und jetzt gibt es ja immer wieder die ein oder andere Stimme, die sagt, ach, dann ist doch alles kompliziert, dann lasst es doch lieber so. Also ging doch vorher auch ohne gesetzliche Regelung, jetzt können wir das doch so lassen. Und ich habe sie alle drei aber so wahrgenommen, dass sie sagen, nein, die Situation ist jetzt schon anders als vor 2015. Wir können nicht mehr zu diesem Ausgangszustand zurück. Und wir brauchen jetzt eigentlich, um die Schutzfunktion zu stärken, dafür brauchen wir eine gesetzliche Regelung. Und das ist erstmal Ihr primäres Anliegen, dass es nicht darum geht, den Weg so schnell wie möglich frei zu machen für den assistierten Suizid, sondern dass wir jetzt sehen, wir brauchen ein gutes Schutzkonzept. Und das ist ein ganz wichtiges Anliegen und dazu eben auch die präventive Suizidprävention, der Antrag dazu. Aber ich glaube, das ist nochmal sehr deutlich geworden, dass wir nicht einfach sagen können, oh, wenn wir das alles hören und wie kompliziert, dann lasst es doch und wir machen gar nichts, sondern da muss man schon, um diese Schutzfunktion zu betonen, da muss man was tun. Bernhard, gibt es weitere Aspekte? Ich gucke auf die Uhr, wir kommen dann allmählich auch zum Ende. Bitte. Die Fragen kommen mir wieder rein, verschiedene Aspekte in dem Punkt, dann auch die Voraussetzung, das wäre genannt und Herr Kasselutsch hat es ja im Antrag, zunächst in seinem ersten Impuls ja auch genannt, dass das Verfassungsgericht ja vorgegeben hat, dass nicht nach den Gründen gefragt werden darf, und hier taucht gerade auf Gerichtsmedizin, dass dort drei Gesunde dort obduziert worden sind, oder es taucht ja auch bei Ihnen auf die Überschuldung, dass darüber auch beraten werden kann. Dass er jetzt so ein bisschen an den ehrbaren Kaufmann früher der Pleite gegangen ist. Ein Jahr regelt er seine Geschäfte und dann bringt er sich um, so ein bisschen. Das sind ja wichtige Aspekte und das kennen Sie ja vielleicht auch dann aus Ihren Beratungen, dass Überschuldung, Verschuldung durchaus für körperlich gesunde Aspekt sein kann, dann an den Suizid zu denken, dass das eben aufgenommen wird. Das ist zum Beispiel in anderen Entwürfen noch nicht so aufgetaucht. Ist, glaube ich, ein bedeutsamer Aspekt, der hier dann wahrzunehmen ist. Ein Aspekt, der nochmal auftauchte, auch für das Feld von Herrn Pilsinger, die Frage, wie es mit der Schulung aussieht. Also die Frage auch dann der Ärzte, die begleitend sind, weil die Frage ist, geht es nur mit Betäubungsmitteln oder auch andere, wie soll eine Schulung aussehen? Das ist ja vielleicht für uns hier im Kreise eher fast ein Schreckensgespenst, als wenn es dann gewissermaßen, das jetzt im Fachbereich Medizin gelehrt werden würde. Das geht vielleicht dann doch wieder in Aspekte hinein, dass am Ende doch eher vergleichsweise wenige Ärztinnen und Ärzte assistierten Suizid leisten und dann vielleicht wieder die Sterbehilfevereine mit im Spiel sind. Wie sehen Sie das, diese Gefahr oder auch diese praktische Befürchtung? Also ich glaube nicht, dass sich in der breiten Masse jetzt die Ärzteschaft dazu bereit erklären wird, einen assistierten Suizid anzubieten. Ich glaube, wie ich so meine Kolleginnen und Kollegen wahrnehme, gibt es natürlich Einzelne, die sich dieser Sache annehmen und die sich entsprechend auch weiterbilden. Und Sie sprechen es so richtig auch richtig an. Ich glaube, man muss natürlich über die Qualität derer, die das machen, auch nochmal diskutieren. Und das ist natürlich eine Aufgabe auch der Ärzteschaft. Aber ich glaube nicht, dass der assistierte Suizid bei jedem Hausarzt um die Ecke angeboten werden wird. Das ist auch nicht das, was wir wollen. Wir wollen auch, wie gesagt, keine Tötung auf Verlangen. Und deswegen ist es, glaube ich, auch bei Tötung auf Verlangen wäre es nochmal eine ganz andere Dimension, wie eine entsprechende ärztliche Schulung sein würde. Das ist für mich ein Schreckensgedanke. Das ist keine ärztliche Leistung, sondern eine Ermöglichung eines assistierten Suizids, wie der Name schon sagt. Und deswegen auch ein entscheidender Unterschied. Und deswegen ist auch die Frage, inwiefern da Schulungen durchgeführt werden müssen, natürlich eine durchaus komplexe. Ja, vielen Dank. Ich denke, wenn wir so zum Hinblick auf die Uhr so zum Abschluss kommen und im Chat waren auch mehrere Fragen, die so in Richtung Ausblick gehen. Also wir haben jetzt in dieser Legislaturperiode, zu meiner Wahrnehmung ist das der erste Gesetzentwurf, der in dieser Legislaturperiode eingebracht wurde. Es gab im Chat dann die Nachfragen, wird es weitere Gesetzentwürfe geben? Und wie können wir uns das so als Laien vorstellen? Wann wird es da vielleicht eine erste Lesung geben? Wann wird das Thema im Bundestag sein? Sie sind ja mit vielen sehr schwierigen Fragen im Moment einfach im Bundestag beschäftigt. Und von daher ist das natürlich nochmal ein
ein besonderes Thema. Aber wenn Sie da uns so eine Idee geben können, vielleicht müssen Sie auch sagen, da können wir gar nichts zu sagen. Das kann ja auch sein, aber vielleicht so im Hinblick einen Ausblick auf diese Aspekte, wie da Ihre Einschätzung ist. Sie werden bestimmt nicht mit Sicherheit sagen können, aber vielleicht so Ihren Eindruck. Herr Castellucci. Ja, das vielleicht ist das auch eine Art Blitzlicht, wo jeder nochmal was beitragen kann. Also unser Diskussionsstand ist im Grunde vor dem 24. Februar gewesen, muss man sagen. Ja, da haben wir gesagt, es ist jetzt alles ganz, also dem Überfall auf die Ukraine. Ja. Schon davor fanden wir das sehr, sehr schwierig. Parallel zu den Debatten um die Pandemie, um die Impfpflicht oder Impfnachweispflicht, diese Debatte zu führen, und haben uns aber klar entschieden, dass wir das im ersten Halbjahr in Angriff nehmen wollen, weil wir eben einen unregulierten Zustand haben und weil es hier Opfer, insbesondere in schwachen Gruppen, geben kann, die jeder Einzelne verdienen, dass wir dann nicht einfach sagen, da machen wir jetzt nichts oder dann lassen wir uns Zeit, sondern das nehmen wir, dann nehmen wir unsere Schutzverantwortung einfach auch wahr, weil wir haben die Autonomie, die wir schützen müssen, aber wir haben auch das Leben, das wir schützen müssen. So, und die beiden Dinge, die gehen halt nur zusammen. Und gleichzeitig wollen wir das tun, was Sie jetzt hier mit ermöglicht haben, nämlich in den gesellschaftlichen Diskurs dazu auch reingehen. Da kriegt man auch Fragen gestellt, die man vielleicht noch nicht so beantworten kann oder jeder Einzelne nicht unbedingt kann. Da will ich immer nur sagen, also, aber wir haben einen Gesetzentwurf, wo wir bestimmte Dinge regeln und andere Dinge regeln wir einfach auch nicht. Ja, so, und deswegen ist es auch wichtig, immer darauf zurückzukommen, was dieser Gesetzentwurf beinhaltet. Und das darzustellen, das haben Sie ja heute uns ermöglicht. Allerdings findet das und wird auch absehbar im ersten Halbjahr in einer Breite nicht stattfinden können. Da müssen wir auch realistisch sein. Ich finde das jetzt schon eine besondere Herausforderung, gelinde gesagt, für die Kolleginnen und Kollegen, von denen ja sehr viele auch neu in den Deutschen Bundestag gewählt sind, sich mit diesen unglaublichen ethischen Fragen zusätzlich zu all dem, was im Moment gerade los ist, nochmal zu beschäftigen. Ja, aber es hilft nichts. Ja, also wir sind gewählt. Wir müssen immer mit dem umgehen, was da ist. Wir haben schon Zeit verloren, weil unser Antrag ist zwar der erste in dieser Wahlperiode, aber er ist auch der letzte, der in der letzten Wahlperiode nicht gestellt wurde, weil wir einfach erst relativ spät doch in die Gänge gekommen sind. Durchaus auch aus einer Situation heraus, wo Kolleginnen und Kollegen gesagt haben, sie kommen mit der Situation auch gar nicht zurecht. Ja, sie wollen eigentlich jetzt das gar nicht anfassen und sich an dieser Ermöglichung stärker beteiligen, weil sie aus einer ganz anderen Haltung heraus auch in die Politik gegangen sind und da auch tätig sein wollen. So, nun haben wir uns durchgerungen und zumindest mein Stand ist jetzt, dass wir an unserem Zeitplan mehr oder weniger festhalten sollten. Der bedeutet einbringen, der bedeutet debattieren. Und auch zeitnah entscheiden, was bislang vor der Sommerpause noch stattfinden soll mit dem, was wir uns vorgenommen haben. Vielleicht rutscht das nochmal, aber nochmal, es geht um Fragen von Leben und Tod, die im Moment nicht reguliert stattfinden in unserem Land. Und das kann man auch nicht einfach laufen lassen, sondern da sind wir gefragt. Und deswegen würde ich mich auch dafür entscheiden, auch um den Preis, dass die gesellschaftliche Debatte etwas unzureichend bleibt, dafür entscheiden, lieber zu einer Entscheidung im Deutschen Bundestag zu kommen, als das noch weiter aufzuschieben. Ja, vielen Dank. Ich denke, das war ein guter Vorschlag auch von Ihnen, vielleicht so ein Blitzlicht und auch von den anderen beiden, dass sie auch so ihre kurze Einschätzung dazu noch zum Abschluss geben. Ich weiß nicht, Herr Pilsinger, können Sie auch? Ja, also ich glaube, dass es doch sehr wichtig ist, dass man diese Debatte, die doch sehr lange jetzt schon läuft oder schon länger läuft, seit der Entscheidung des Verfassungsgerichts, dass man die jetzt auch zu einem Ergebnis führt. Und ich halte die Situation, dass es momentan eine doch völlig unregulierte Situation gibt, für höchst problematisch. Und deswegen bin ich auch der Meinung, dass wir dafür sorgen sollten, dass es eine Entscheidung noch vor der Sommerpause gibt. Aber mir ist bewusst natürlich, dass die Ukraine-Krise und die Pandemie natürlich Zwänge ausgelöst haben, die natürlich auch Einfluss auf den Ablauf der Sitzungswochen haben können. Aber nichtsdestotrotz, wir wollen, dass es möglichst schnell einen gesetzlichen Rahmen gibt,
der den assistierten Suizid zwar ermöglicht, aber nicht fördert. Und deswegen drängen wir auch darauf, dass man das so bald wie möglich macht. Natürlich unter der Gewissheit natürlich, dass es natürlich Situationen geben kann, die das nicht möglich machen können. Ja, vielen Dank, Frau Kappert-Gunter. Sie sehen, wie gut wir in dieser Gruppe zusammenarbeiten. Also genau so ist es, ne? Sobald wir es geht, weil wir im Moment eben nicht die Selbstverantwortlichkeit und die Autonomie und die Freiheit von Drucksituationen sicherstellen. Und es gibt assistierten Suizid zurzeit in unserer Republik und wir können eben nicht sicher sein, dass das nur an Menschen durchgeführt, die ernsthaft, dauerhaft, frei, willentlich das wollen, auch wenn es vielleicht so in dem Moment den Anschein hat. Und deshalb halten wir es für notwendig, dass wir da also in diesem Jahr unbedingt zu einer Regelung kommen sollten. Bekannt ist ja, es liegen zwei weitere Vorschläge auf dem Tisch, die Sie, glaube ich, auch hier beide schon gewürdigt haben. Wir wissen nicht, ob noch ein weiterer Vorschlag kommen wird. Uns ist keine Gruppe bekannt, die sonst an einem Vorschlag noch arbeitet. Also kann es sein, dass das die drei Gesetzentwürfe sein werden, die dann zur Debatte stehen. Das halte ich für relativ wahrscheinlich. Und dann werden wir sehen, ja, wie der Deutsche Bundestag entscheidet. Auf jeden Fall wird es so sein, wenn in der ersten Lesung dann die 3 plus X eingebracht sind, dass es dann nochmal ein großes Anhörungsverfahren gibt. Und das ist ja eine ganz tolle Sache, auch in der parlamentarischen und demokratischen Ordnung, dass kein Gesetz beschlossen wird, ohne dass nochmal relevant im großen Stil Expertinnen und Experten zu Wort kommen. Und dann werden wir sehen. Ja, also ich halte es auch nicht für ausgeschlossen, dass wir dann auch nochmal an der einen oder anderen Stelle in unserem Gesetzentwurf ein bisschen nachschärfen, wiewohl wir ja mit sehr, sehr viel und sehr breiter Expertinnenkreis des entwickelt haben, was jetzt vorliegt, aber wer weiß. Es kann ja sein, dass es nochmal sehr kluge Argumente gibt, die uns dann alle miteinander überzeugen und dann wird ja die zweite und dritte Lesung sein. Und das Besondere ist ja, das ist ja auch hinlänglich deutlich geworden, dass wir hier nicht als Fraktionsvertreterinnen sitzen, sondern als Vertreter in einer eben Gruppe, die sich hier zusammengefunden hat. Auch die Entscheidung wird ja nicht entlang von Fraktionsgrenzen geführt, sondern jede einzelne Abgeordnete hat eine Stimme und entscheidet sich nach ihrem Gewissen. Und das ist ja sehr besonders, dieses Verfahren, und sehr notwendig in einer so relevanten bioethischen Frage, mit der wir es hier zu tun haben. Ja, vielen Dank. Vielen Dank an Sie alle drei. Also großen Respekt auf der einen Seite dafür, dass wir das unter dieser besonderen angespannten gesamtpolitischen Lage eben haben besprechen können und gleichzeitig, dass Sie uns einen Einblick gegeben haben in dieses Thema, auch über die ganzen Hintergründe und wie differenziert Sie das alles besprochen haben, dass wir wirklich einen guten Eindruck aus meiner Sicht dafür bekommen haben, dass das sehr gut überlegt ist. Und wie gesagt, unser Anliegen ist ja zu gucken, was sind die Motivationen, was sind die Hintergründe, was sind die Stärken davon, worum geht es. Und dafür bin ich Ihnen ganz dankbar. Bernhard, ich denke, ich spreche auch in deinem Namen. Also vielen Dank auch, dass du den Chat begleitet hast. Und an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, vielen Dank, dass Sie hier mit dabei waren, dass Sie eifrig mit dazugeschrieben haben. Von daher tausend Dank an die ganze Runde und dass wir das hier ein Stück weit in die gesamte gesellschaftspolitische Debatte haben einbringen können, weil es ist doch ein sehr sensibles und wichtiges Thema. Ich wünsche Ihnen allen auch in Ihrer weiteren politischen Arbeit viel Erfolg und alles Gute, viele gute Gedanken und verabschiede mich und hier von der Evangelischen Akademie in die gesamte Runde. Vielen Dank und einen guten Abend für uns alle noch. Machen Sie es gut. Vielen Dank. Danke und tschüss.